When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Und damit einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, lieber Zuschauer hier bei uns auf dem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Bei mir, Benny the Brave. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir spielen Layers of Fear, und zwar das DLC, das Add-on, und zwar Heritance. Ich denke mal, dem Intro konnte irgendwie jeder, der das Hauptspiel mit uns erlebt hat, mit rausfinden, okay, wir spielen anscheinend das Schicksal der Tochter, die jetzt erwachsen ist. Die wahrscheinlich von Flashbacks geplagt dem Wahnsinn der Familie anheimfällt. Ja, und es, wie gewohnt, sieht dieses Spiel immer noch geil aus. Es ist halt wirklich, es sieht geil aus. Es sieht geil aus, und ich bin auch wirklich froh, dass der Benny wieder mit dabei ist. Ja, und ich nicht diesem Wahnsinn alleine stellen muss. Okay, aber als erstes machen wir erstmal die Taschenlampe aus. So, nee, wir gucken mal ins Wohnzimmer. Ach du Scheiße. Okay, gut, hier ist schon wieder, Vater ist schon wieder total ausgerastet. Wir haben ja im Hauptspiel, haben wir ja mitgekriegt, der Vater, starker, alkoholkranker Mann. Eine einzelne Geige. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, sind wir, wann ist das jetzt, Benny? Ich würde jetzt sagen, das Haus ist schon eine Weile verlassen. Der Alkohol ist ausgetrunken. Wie wir wissen aus dem Hauptspiel, war sehr viel Alkohol im Haus verteilt. Ja. Und ja, wir sind einfach jetzt wieder zurückgekehrt, um, ja, warum auch immer, um uns da ein eigenes Bild zu machen, wahrscheinlich, als Tochter. Aha. You selfish fucking whore. Why would you do this to us? Ja, okay. Okay. Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir, ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir, verdammt nochmal. Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan, das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Du verdammte, eigensüchtige Schlampe. Warum hast du mir... Hast du mir uns das angetan? Was? Warum hast du mir uns das angetan? Ja, und Google Translate lässt wieder grüßen. Okay. Ich würde mal sagen, das hat der Fadi hier liegen lassen, samt Messer da hinten. Und die Musik ist ja wirklich, ich finde die sehr, sehr, sehr wie sagt man denn irgendwie? Eindringlich. Nein, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte die Schublade zumachen. Ja, was ich vorhin sagen wollte, die Leute, die aus dem, Alkohol, aus dem Hauptspiel kennen, man muss bei Layers of Fear extrem viele Schränke aufmachen, was hoffentlich beim DLC so ein bisschen zurückgefahren wurde. Ansonsten ist, wissen wir noch nicht, wann wir gerade sind irgendwie. Ob wir jetzt als erwachsene Frau wieder in das Haus unserer Eltern zurückgekommen sind. Aber es würde fast sagen, ja, ne, so wie es hier aussieht. Ja. Hier ist immer noch das Bad, ne? Ach, wunderschön, wunderschön. Ratten. Still alive. Also, ja, wir sind die erwachsene Tochter, wie ich jetzt der Stimme entnehme. Und Ratten waren ja auch für den Vater ein ganz großes Problem, ne? So, hier nochmal die Küche. Oh, it reeks in here. Ja, das kann ich mir vorstellen. Diese eklige Zitrone oder Avocado oder Kartoffel oder ich weiß nicht, was das sein soll. Nee, oh, gib mal, so ein einzelner Pilz ist aber auch geil. Schön. Oh, Flashback. I swear, that dog doesn't shut up!
drastisch. What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. Oh, all right. You can let him out. Or now. Oh, krass. Das ist so das klassische Bild eines kleinen Kindes, weil die Welt wirkt riesengroß. Ach du Scheiße, guck mal hier, eine Zeichnung, Benny. Mhm. Wir gucken mal. Oh. Was ist. Papa hat den Hund und was ist das hier? Ist das ein Topf? Ist das Feuer? Ich würde sagen, das ist eine Waage, aber das sind doch Flammen, oder? Wat? Ja, aber ich hätte jetzt auch gesagt, einfach, es ist eine Waage. Wir hoffen, es ist eine Waage. Und damit wollen wir nicht weiter darauf eingehen und wieder hier rausgehen. So, wollen wir mal ins Arbeitszimmer von Fadi schauen? Aber meinst du, wir kommen rein? Das ist ja der Happy Place. Ist doch der Happy Place. Ja, ja. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Na, Benny, da wäre eine Erinnerung wach, oder? Mm. Oh, mein Gott. Schönes Knarzen. Hier waren immer irgendwelche Sachen drin. Was haben wir hier? Jetzt sieht ja nochmal schön rote Farbe. Schön, finde ich gut. Wollen wir mal einen Abstecher an unser altes Zimmer machen oben? Ich weiß gar nicht, ob wir hoch können. War das nicht alles war nicht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da war irgendwie Gerümpel davor oder so. Ja, ist es, aber da steigen wir einfach drüber hinweg, denn wir haben natürlich alle Bergfilme gesehen, von Cliffhanger bis K2. What's wrong with this thing? Das finde ich nicht gut, dass die Taschenlampe dauernd abkackt, ey. Ja. Und ich sehe an Phasmophobia, wenn so der Geist anfängt zu jagen auf einmal. Na, wir wollen ja jetzt hier noch nicht bitte an die Wand malen, ja? Hier von Geister und so. Das. Ja, wo? Wie? Und warum ist denn das? Warum sieht das Bild hier so blurry aus? Ist es zensiert? Geh doch mal hin. Ist da vielleicht eine Buse, ein Nippel drauf abgebildet? oder ein Penis? Was ist denn das hier? Okay, Flashback. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt... Princess, keep looking at me. And yet, she felt that the evil witch... Look at me! Okay. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. Also, das passiert doch alleine. Hellhound. The monster sniffed in the air. It's Do you want this story to have a happy ending or not? Ja, bitte lass sie gut ausgehen. God damn it, not again. Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Ja, danke, Papa. Das ist so eine pädagogisch wertvolle Geschichte. It was always my fault. All I had to do was stay still. Day after day, for hours on end. Until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Tja, naja, da merkt man mal, was Eltern ihren Kindern antun, ne? Aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob das Kind, was da vorne ist, so ein bisschen weggezogen wird von dem Hund, Werwolf, Wolf. Anscheinend hat das Kind extreme Angst vor dem Hund gehabt. Okay. Na, schon vielleicht so ein bisschen in der Küche angedeutet. Und ja, er hat jetzt gesagt, okay, alles klar, die Hexe zieht das Kind in die Dunkelheit irgendwie. Naja, ist halt. Die Frage ist, wie manifestiert sich halt Angst für so ein Kind in was für einer Form? In dem Falle vielleicht der Hund. Ne? So, Vater hat's mal. Guck mal hier, die zahlreichen Gemäldeversuche. Aber die sahen doch eigentlich alle anders aus. Na, wir hatten ja quasi, es gibt ja mehrere Enden bei Layers of Fear. Wir hatten quasi das Ende, dass wir immer wieder von vorne anfangen.
Mhm. Ja, was hier so ein bisschen wahrscheinlich angedeutet wird. Ich weiß jetzt auch nicht, welches das von den Entwicklern bevorzugte Ende ist. Es gibt ja, glaube ich, auch eins, wo er sich selber malt und ja. Oh, hier. Ach, hi. Das Arbeitszimmer. The Workspace. So sieht auch mein Büro aus. Ah, der Maus ist ja Perspektive von so einem kleinen Kind, wa? Wahnsinn, ja. Oh, was haben wir hier? Mutter oder Vater? Das ist anscheinend übrigens der Maler. So. Also ich würde einfach von der Optik würde ich eher links bevorzugen, weil links sieht irgendwie freundlicher aus. Ja, ne? Ist halt wärmeres Licht, wa? Mutter ist sowieso immer ein bisschen für so ein Kind, ja, ne? Wie haben sie so schön bei Silent Hill gesagt, irgendwie in den Augen eines Kindes ist die Mutter Gott. So, und dann haben wir auf der anderen Seite kühl abgebildet, ne, durch blaues Licht, den Vater. Ja, der streng und hart zu uns ist. Okay, na dann gehen wir mal, klettern mal, krauchen wir mal. Alter. Aber das ist eine klassische Kinderperspektive, ne? Die Welt ist riesengroß. Wir gehen mal zur Mutti. Gehen wir mal zur Mutti. Entscheiden uns quasi für diesen Weg. Wahrscheinlich ist das auch jetzt entscheidend. Ich weiß nicht, gibt es bei Inheritance auch andere Enden? I don't know. Okay, alles klar, wir ziehen es durch. Oh, echt, jetzt bin ich jetzt weg, Nase. Oh! Erschlagen von einem Buch. Oh nein. So. Ey, da kommt doch keiner ran. Hallo! Aber von der Größe her würde ich sagen, wir krabbeln, oder was? Ja. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here. Was soll denn? Try for yourself. Was? Hey, was? Wo? Wo? Sollen wir vielleicht hier? Ah. Nein. No, no, that's not quite right. Was? Was, Alter? So, jetzt. Na, ja. Was sag mal, was sind das für Noten, Alter? Was sind das? Das sind doch keine echten Noten. Also, ein paar davon schon, aber das hier ist doch. Was soll denn das sein? Huh, still not quite there. Oh, Mutti ist anscheinend auch. Hat eine dünne Zündschnur irgendwie. Eine kurze. Fuddy ein bisschen in die Wahnsinn treiben. I have an idea. Go get your crayons. Ja, hol mal deine schönen leisen Malstifte. Oh Gott. Ey. If you can't do it right, then don't do it at all. Gott, das hier. Oh shit. Okay. Ja, ist ja, ich lass es sein. Also kann man Kindern auch was beibringen, so. Ja, probier es erst gar nicht, wenn du es nicht kannst. Hä? Genau. So. Wir kommen immer noch nicht raus, ne? Das, haben wir denn jetzt irgendwo Malstifte? Vielleicht malen wir ja ganz besonders toll. Ah, jetzt ist die Tür wieder offen. Und. Wie es typisch ist für Leia Sophia, verändert sich das Haus ständig. So, für die, die Leia Sophia noch nicht gesehen haben und ein bisschen über die Story oder... Okay! Bisschen was über die Story und meine komplett volle Buchse jetzt erfahren wollen. Checken mal bitte den Link, der jetzt oben aufploppt. Und gebt euch mal das Hauptspiel, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist auf jeden Fall sehens- und spielwert. Und ich mag eigentlich Hunde, aber das nicht, stimmt. Wenn sie einfach mal fünfmal größer als ich bin. Bestes Deutsch hier wieder. Bei uns auf dem Kanal. Immer. Hallo, Sir. Chören, verzeih, Chören, jetzt das Rascheln, Benny. Ja. Etwa. Alles, hier lässt man ein Orki-Kind rumkrauchen, ey. Ah. Schön.
Ja, guck doch mal. Wir gehen. Ich muss eine Treppe bauen. Oh, tatsächlich. Als ob das geht. Ja. Nice. Und nu? Aber springen kann ich tatsächlich leider nicht. Das ist ja witzig. Okay. Ja, yeah, we broke the game. Okay, ich würde mal einfach weitergehen, wenn das möglich ist. Ja. Oh, es hat dieses dröge, fahle Licht. Mm. Okay. Ah. Ja. Also ziehen wir weiter durch, sind wir weiter auf Mutti, die jetzt hier überall schon Noten ranmalt? Na, dann ist die große Frage, weil Mutti scheint ja die Musikerin zu sein, der Papi scheint ja eher so der Maler und Künstler zu sein. Mhm. Ja, wenn du weiter auf Klavier rumklimpern willst, gerne. Dann machen wir die Fahrt der Mami. Okay, gut. Let's do it for the mother. Mama! Doch, ja. Doch. Alter. Der Schrank. Der. Das. Ja, das ist unschwer war zu erkennen. Es war der Schrank. Aha. Was ist hier? Okay. Ein kleines Teddy-Begräbnis hier. Teddy. So, wir können aber auch in dieser wadenbeißer großen Größe hier. Nein. Nein. Wow. Nein. Wow! I can't do this without you. Oh! Oh! Oh, schon wieder zusammen Gänsehaut hier. Oh, oh! Oh Gott! Ey! Jawoll! Was ist denn? Ich mal Feuer oder was ist das jetzt hier? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, schön. Ach, toll. Schön. Nee. Räume werden immer enger, das ist ja klasse. Ach, ist das. Also. Meine Fresse, ist ein. Alter! Ow! This again? How many times do I have to tell you to keep the shit out of the hallway? Ja, jeder Elternteil kennt's. Seems like everyone's solution to everything in this house. Ja, jetzt, haben wir schön so Holzspielzeug eingetreten. Das ist eine feine Sache. Wie gesagt, die Eltern unter euch werden es kennen. Das ist beruhigende Musik, die einsetzt. Die Kerze ist ja schon runtergebrannt, finde ich persönlich. Aber kann man weiter auf dem Holz was machen? Das muss ja hier jeder selber wissen. Oh, Streichhölzer. Das sind Streichhölzer? Oh, gefährlich. Gefährlich. Gefährlich, nein, gefährlich. Oh, was ist das? Ah, müssen wir. Guck mal, wir müssen einen Teil einer Zeichnung. Wir müssen eine Zeichnung finden von Mutter wahrscheinlich. Mhm. Wir zusammensetzen. Genau. Ui. Geht immer weiter, Rune Day? Es geht immer weiter runter. Oh. Nein, den möchte ich nicht mehr drehen. Der atmet mir zu sehr. Aha. Ein prasselndes Kaminfeuer. Oho. Das zweite Teil gefunden. Durch.
Was? Da das willst du nicht dadurch. Er ist alles nicht besonders kinderfreundlich gestaltet, hier die ganze Bumsbude. Aber, naja. So, okay. Wir laufen weiter durch dunkle Gänge. Überlebensgroß. Und wir sind ganz klein. Wir nehmen uns das Messer mit. So, wo ist denn jetzt? Oh Gott. Wo ist denn jetzt das letzte Stück der Zeichnung? So ein bisschen verzogen, der Stuhl hier. Minimal. Holz hat noch ein bisschen geatmet und gearbeitet. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter runter. Vielleicht finden wir es hier. Also wenn, muss doch hier vielleicht irgendwo was sein, oder? Das sieht doch sehr... Aha. Ah! Klar. Feuer gelöscht. Aha, und da ist auch die letzte Seite. Ja, das ist Muttis Schokoladenseite. In der Sonne bei 40 Grad. So, wir haben es komplett. Was machen wir jetzt damit? Können wir es irgendwo hinmachen? Können wir es hier vielleicht reinkleben? Dieses wunderbar leuchtende Bild. Bestimmt muss es jetzt, also so wie ich das Spiel einschätze, irgendwie in den Kamin muss verbrannt werden. Keine Ahnung, warum. Oh ja, aber meinst du? Das wäre ja makaber. Ja, deswegen. Und das könnte ich mir bei dem Spiel hier vorstellen. Ja, was war dran? Ja, auch geil. Nimmst das Messer so aus dem Globus raus, damit du dann mit dem Messer quasi das Bild an die Wand heftest. Als kleines Kind natürlich. Genau, das wäre sehr makaber. Ich glaube, das war damals das Firmenlogo von World Computing. Kann das sein? Die Might the Magic gemacht haben. Die hatten auch den Globus mit dem Schwert drin. Ah! Guck mal. Oh! Princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Yeah. Okay. Aber wir mussten dann anscheinend wieder komplett nach oben. Wir mussten wieder nach oben, ja, das war aus irgendwelchen Gründen das Ziel. So, mal schauen, ob jetzt hier. Ja, das ist wieder eine Veränderung. Ja, der Nebel. Oh. Der Nebel des Grauens. Ja. Oh, Vase umschmeißen, ja! Oh, ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden, Benny. Schön. We got a key. Okay, jetzt konnten wir komplett den Weg zurückgehen, okay. Nee, das ist nicht der Weg. Guck mal, der Vater ist schon kaum noch da. Mhm. Ja. Ich bin weiterhin dafür, wir machen Mami weiter, genau. Wir gehen den Weg der Mutter. Mother, da. Mhm. Okay, also, bevor wir jetzt... Alter, benutzt doch... Der rechte Schrank kam dir auch ein bisschen entgegen. Der rechte, ja, warte mal, ich will mal hier kurz gucken, ist das bei... Oh, schau mal, hier. Ja. Oh Gott. Ja, viel Spaß beim Vorlesen, so. Ich revolutionäre Projektionsmethode erobert Publikum im Sturm. Letzte Nacht im weltbekannten Chiron-Urdion nahm alles einen langsamen und recht uninteressanten Anfang. Als das Licht gedämpft wurde und das Gemurmel verstummte, betrat die Bühne. Der geniale Ingenieur, Geschäftsmann und Wohltäter sprach von seiner Zukunftsvisionen, von einer Welt, in der künstliche Bilder aus dem Nichts erschaffen werden und so real wirken können wie echte Objekte oder Personen.
Trotz seiner unbestreitbaren Leidenschaft zog sich die Rede etwas zu lange hin und das Publikum begann sich zu fragen, ob der Mann wirklich etwas vorzuweisen hatte. Wir konnten ja nicht ahnen, dass das Ganze nur ein brillantes Ablenkungsmanöver war. Scheinbar vom Klang seiner eigenen Stimme gelangweilt, lud seinen Freund auf die Bühne ein, in der Hoffnung, dieser könne besser erklären, wie revolutionär ihre neue Technologie sei. Die Zuschauer schnappten ungläubig nach Luft, als ein genaues Duplikat des Redners die Bühne betrat und sich an das Publikum zu wenden begann. Und danach kam noch einer und noch einer. Innerhalb weniger Minuten war die ganze Bühne voller Männer, die wie identische Zwillinge des Erfinders aussahen. Tosender Applaus brach aus, als der Mann selbst ganz hinten im Raum wieder auftauchte. Als er sich von hinten der Bühne näherte, lösten sich seine Doppelgänger langsam in Luft auf. Begann, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Obwohl die Reaktion überwältigend positiv war, gab es auch ein paar Skeptiker. Als der Erfinder noch den möglichen Gefahren seiner Technologie gefragt wurde, wirkte er unbeeindruckt und erwiderte scherzhaft, dass die Leute einst Angst vor Autos gehabt hatten. Doch Scherz beiseite. Das Schauspiel war für manche Zuschauer zu viel gewesen, denn mehrere waren in Ohnmacht gefallen und ein älterer Herr hatte von Sanitätern aus dem Gebäude geführt werden müssen. Die Technologie wird auf jeden Fall zu Kontroversen führen. Einerseits schienen ihre möglichen Anwendungen endlos zu sein und sich von Technik über Bildung und Medizin bis zu visueller Kunst zu erschrecken. Andererseits muss man sich die unvermeidliche und unbequeme Frage stellen, wenn eine Zeit kommt, in der wir nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, wie wird sich das auf uns als Gesellschaft auswirken? Tja. Ja, da ist hier wohl ein Experiment schiefgelaufen. Wieso selten in solchen Spielen? Ja, verstehe ich auch nicht. So, dann klettern wir noch hier mal die Burg hoch. Willkommen bei Takeshis Castle. Oh, ein Apfel. Essen noch was mit zwischendurch. Was? Mhm. Wie? Ist die Torte etwa nicht echt? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Ist euch der Name entfallen, ihr Flachzangen, oder was? Clara. So, sag ich einfach mal. Ich weiß nicht, wie sie Rosanna. Heißt. Lisa. Oh. Aha. Kann ich mal den Apfelkorb beiseite schieben? Warum mit den Gabeln drin? Das ist ja wundervoll. Aber ich kann ich nicht. Achso, warte mal. Muss ich hier. Kannst du den verschieben? Achso. Innovative Physikrätsel lösen. What? Bitte? Bitte? Ui. 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 Ach du Scheiße, Alter. Okay. Na, da hat sich die Maus aber eine schöne Kletterburg gebaut hier. Ja, komm her schon. Guck mal, Benni, Puppen. Die einen so einladen, zuwinken. Komm doch her, komm ruhig. So, hier passiert schon nichts. Die Frage ist, wo finden wir jetzt... Ja. Also hier vorne ist ja Point of No Return. Wenn wir das Fass runterklettern, also ich mal erstmal hier hin. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. Mein Vater ist wieder besoffen. I just started a bit early. Whoops. Whoops, genau.
Ja, puste mal schön den Bleistift aus. So. Hey, Freunde. So nicht. Ich bin hier gerade auf der wankenden Bohle. Oh. So, willkommen, Freunde, bei Prince of Persia. Ja, nu? What should I do? Ah. Okay, jetzt verstehe. Hätten wir doch anders machen müssen. Oh, krass. Alles gut. Eieieiei. Okay. Los. Stress mich nicht. Ist ja Guste. Alter, jetzt hat mich meine Katze erschrocken. Oh. Hier, was ist denn los? It has to be. I'm gonna prove you wrong. All of you. What? Okay. Not now, Princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Das ist ja aus Knete gemacht, oder was? Das sieht so aus. Haben wir doch gemacht, oder was? Das hat doch nicht der Vater gemacht. Ja, nee. Wenn, dann waren wir das. Achso, hier ist eine Tür. Hindurch mit uns. Ah, oh, das ist aber angenehm. Ein bisschen Vogelgezwitscher. Ziemlich laut. Okay. Ja. Ja, als Kind wird die halt tierische Angst vor dem Hund gehabt haben, wa? Oh ja. Oh Gott, was ist denn los? Kann ich das vertun? Nee, Das ist ja keine dänische Dogge, das ist ja ein Dobermann. Gucci. Hallo, komm doch mal her, mein Kleiner. Ach. Ja, okay. Okay. Also, der Hund ist anscheinend... What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak, because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them, one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Alter, was war das denn für eine Motivationsrede? Alkoholismus ist so eine krasse Krankheit, ey. Jetzt macht die Leute so kaputt. Hier ist eine Tür. Hindurch mit uns. Yay. Also, Hund hat was kaputt gemacht, wir haben es abgekriegt. Ich sag danke, Vater. Vater des Jahres. So, ja, Benni. Aber eigentlich hat die Tochter, auch wenn sie es mit Absicht kaputt gemacht hätte, hat sie alles richtig gemacht. Weil das ist, ne? Das ist scheiße. Ja. So, Benni, sag mal was. Lustige kunterbunte Clownsland oder hier die unheimlich halb angestrahlte Tür? Schwer. Weil rechts sieht's aus wie, da erwartet uns dann, so wie du schon sagst, kunterbunte Clownsland oder eventuell irgendwelche Puppen und sowas alles. Habe ich recht wenig Lust, gebe ich ganz ehrlich zu. Hm. Deswegen wäre ich für die halb blöde Tür da hinten. Genau. Die, okay. Gut, dann soll's so sein. Okay, ich entscheide mich nochmal um. Ihr möchtet da nicht rein. Nein. Dann will ich doch wieder zurück. Jetzt geht er da rein, das ist ja unglaublich. Hörst du mich? Hallo? Oh. Steven? Oh, Elefant. Bist du noch da? Spinnen. Jetzt geht er doch da rein. Oh nein, ey. Ja, der Clowns, toll. Oh, awesome. Oh. Okay, ich war raus hier. So. Oh, alle Geschenke? Geburtstagsgeschenke? Ja, das ist doch, guck mal hier, da ist es besser.
So, hier sieht's. Oh, warte mal, hier können wir hochklettern. Hier finden wir doch gleich irgendwas. Hier ist so was. Oh, muss aber ausbalancieren. Ja, ist ganz schön am Spargeln hier. So, ein bisschen. Oh, hier. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt gefunden? Ein Deckel? Ein Deckel. Haben wir denn den Schlüssel schon benutzt? Was? Wie? Ist los? Was war denn gerade? Ach, ey. Ein Buzzer. Was sollen wir denn damit jetzt machen? Ach nee, das ist ein Jojo. Das ist ja kein Buzzer. Oh, warte mal. Achso, nee, das war der Schrank, den wir anfassen können. Hasa, 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 ne? Ja, aber ja. Jetzt kommen wir ja auch nicht. Oh, doch. Okay. Ach, du kannst es ersetzen mit diesem, jetzt hast du ein Zahnrädchen. Weiter. Oh! Keine Angst, bin nur auf den Kopf gefallen. Abkürzung. Oh. So, na, da werden wir nicht rankommen. Irgendwie, vielleicht finden wir hier vorne. Oh, guck mal, Kätzchen. Oh, schön. Ach, das ist kein Jojo. Ah, schau mal, das ist eins von den Rädern. Was denn? Das ist ein 1A-Rad gewesen. Miau. Miau. Ja, wie soll ich denn da jetzt rankommen, Mäuschen? Kannst du den Stuhl oder irgendwas verschieben? Oh, raffiniert. Bin ich raffiniert. Aber nein. Nee. Kann ich hier das? Nee, hier du nicht. Kletter mal hier hoch. Oh, alles auch nicht schlecht. Ja, bringt nicht. Ja! Doch! Guck mal! Ja! Ah, kaputt! Psst, Papa darf nicht mitkriegen! Oh. Man klatscht aber auch. Hard Impact hier, ey. Miau! Oh, ja, guck mal. Und sie schnurrt. Ab geht's, kleine Katze. Und wir folgen dir. Ja. You're sick! You're insane! You're not thinking straight! You're right! I am sick! I'm sick of you not being there for us! We need you! I need you! When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me, to know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Mm. Meow. Meow. Oh, guck mal, wir haben sie zu ihren Kitten gebracht. Wie oft, wie schön. Tschüss, Katze. Tschüss, Katzenkittner. Hallo, ekelhaftes Haus. So. Hey, Mom. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Tja, und sie hat sich am Bad getötet. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Hm.
ganz schnell hier. Testament. Ich, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit all meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinen Agenten Thomas Catwill vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Lyme Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balk, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Sadler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Oh ja, Mensch. Okay, wenn man das so liest, könnte man denken, dass der Papi ja seine Tochter wirklich geliebt hat. Das war von der Mutter. Ne? Ach, das war von der Mutter? Ich dachte, das wäre vom Papi gewesen. Nein, das war die Mutter. Oh, okay. Glaube ich. Also, Flammen, die Krankheit, ich weiß nicht. Also, irgendwie, mir kam es jetzt eher vor, als wenn es von der Mutter. Oder? Oder? Hey Leute, wie seht ihr das? Ist das Testament von der Mutter oder von dem Vater? Haut's mal unten in die Kommentare. Irgendwie, wir sind uns gerade nicht einig. Wir müssen anscheinend eine Münze werfen. Es war der Butler. Oh. Niles. Okay. Okay. Gott, hier ist ja auch einiges passiert. Tür. Nicht gut. Tür nicht gut. Wir gehen in die Tür. Oh, Tür ist zu. Aha, geht nicht. The door is locked. Hello? Ah, das Schlafzimmer. Das elterliche Gemach der Liebe. Ah ja, ach Gott, ja. Die Tochter im Schrank, der Vater am Ausrasten und Mutti im Bett. Sad. Oh, Kinder, nee. Aber Grammophon ist noch am Start hier. I don't remember that being there. You're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Ach man, Mutti, sei doch nicht so. Ach Gott, ey, wie sehr muss sowas eine Familie kaputt machen, ey. Oh Gott. Kannst du jetzt hier rechts rein? Jetzt, genau, da rein. Der Keller. Jawohl, es geht in den Keller. Nein, Alter, der Keller. Da würde ich schon immer mal hin. Ah! Oder auch nicht. Genau. Wir gehen wieder zurück. Ich geh wieder raus. Ich will nicht. Nein! Ah, oh, das kann doch nicht gut sein. Pass auf, und hier kackt auch jetzt bestimmt gleich meine Taschenlampe ab. Ich seh, komm. Oh, und der ist so fucking groß gewesen, war der? Der war nicht gerade klein. Not how it went. Maybe. No, that's not right. Oh, God damn it! Why can't I remember? I told you never to come down here!
Er hat selbst probiert, mal Klavier zu spielen. Auch nicht schlecht. Nein, nee. Wann? Ach so, ah. Was? Nee, wir waren das. Wir waren die Person, die da am Klavier saß. Ach so, wir? Nur ach, halt schon okay. Ein bisschen größer, irgendwie. So, dann freue ich mich, verkünden zu dürfen, dass wir den Keller wieder verlassen. Das würde aber bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir im Keller sind. Oh, meinst du wirklich? Da kommt bestimmt noch was. Da muss noch was kommen. Aber... Ja? Wo ist denn... Wo kriegen wir denn jetzt den Schlüssel her? Für da oben. Was soll dieser Rotz hier mit dieser... Was ist... mit der Farbe. Ach ja, Schubladen öffnen, geil. Oh ja, was für... Sehr geehrter Herr, in meinem Beruf gewöhnt man sich daran, alle möglichen Briefe zu bekommen. Fantastische Briefe von gescheiterten Autoren, Drohbriefe von beleidigten Lesern. Ich glaube, man könnte sagen, das ist das eben im Verlagswesen. Das ist das. Achso, so ist das eben im Verlagswesen. Doch in den letzten 20 Jahren als Herausgeber habe ich noch nie so etwas wie Ihre jüngsten Brief gelesen. Obwohl ich immer versuche, Ruhe zu bewahren, fällt es mir angesichts Ihrer kontinuierlichen und immer enthusiastischeren werdenden Briefe immer schwerer, auf höfliche Art zu antworten. Lassen Sie es mich daher schmerzhaft klar sagen. Der Verlag Marshall & Waters ist stolz auf seine vielen Publikationen, insbesondere auf seine hochgelobten Enzyklopädien. Unsere Belegschaft aus geachteten Akademikern arbeitet unermüdlich daran, unseren Lesern die aktuellsten Informationen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bieten. Leider haben ihre Entdeckungen nichts mit echter Wissenschaft zu tun und beweisen die visuelle Referenzen, die sie uns zukommen ließen, überhaupt nichts, auch wenn sie aus rein künstlerischer Sicht beeindruckend sind. Ehrlich gesagt haben sich ihre ständigen Versuche, die Ratte neu zu definieren und ihre wahre, bösartige Natur aufzudecken, aus einfach nur ermüdenden Tiraden in zutiefst beunruhigende Hirngespinste verwandelt. Falls dies ein fehlgeleiteter Versuch war, Aktionskunst zu betreiben, muss ich Ihnen sehr schlechten Geschmack bescheinigen. Falls es jedoch Ihr voller Ernst war, bitte ich Sie dringend, professionelle Hilfe auszusuchen. In jedem Fall möchte ich mir hiermit jedes weitere Schreiben von Ihnen verbitten. Hochachtungsvoll, Charles Joseph Marshall, Marshall & Waters Publishing. Ja, Fadi hat es ein bisschen übertrieben. Fadi hat ein bisschen gespammt. Ein bisschen gespammt. Alter. Und viele Orden wieder. Es ist das Spiel der Orden. Oh, warte mal, da rechts lag noch oben was auf dem. Genau. So. Aha. Wachsmalstift oder ein Pinsel? Wachsmalstift oder ein Pinsel, Benni? Komm, oh, den Pinsel. Pinsel. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Was? Wo? Nobody knows. Oh, wir haben Farbe. Die quetschen wir mal gleich hier aufs Bild drauf. Okay. Da war nochmal Farbe, oder was? Ach so. Ah, verstehe. Alles klar. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. Just like you. Brilliant! Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Als ein Top-Lehrer. Put that down. You are doing so well. Leck mich, Alter. What are you doing? Put that down.
You're much too old for that childish nonsense. Ganz ehrlich, lass doch Kinder einfach Kind sein, ey, Junge. Ja, ist krass, ne? Okay. Oh, da war ein Hebel. Da war rechts ein Hebel, den konntest du drücken. Hier, guck mal da, der Hebel. Oh ja. Wie? Ja, da ging das Licht jetzt an. Guck mal, die Laternen. Ach du Scheiße, warte mal, soll ich den Pinsel mitnehmen? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Also... Finally! Are you ready to embrace true art? Oder ich lauf hier mal lang, ja? Lauf doch erstmal den Weg lang, genau, wollte ich gerade sagen. Ist hier, komm, finally hier. Er geht mir... Nö. Wir suchen uns jetzt den nächsten Wachsmalstift. Danger. Ui. Let me out. Creativity is not a toy, it's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Ja, jetzt mal ich mit dem Wachsmalstift weiter, blöder Wichser, ey. So sieht's aus. So, das ist umgekehrte Psychologie. Mach weiter Druck mit dem Pinsel und ich mal umso mehr mit Wachsmalstiften. Also damit den Pony gemacht. Time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. Hm. Dann gehen wir mal da. Oh, okay. Oh, wir können sterben. Alles klar. Ich glaube, es hat auch noch nicht. Haben noch nicht so viele geschafft, in diesem Spiel zu sterben, wahrscheinlich. Das ist eigentlich rein faktisch gar nicht möglich. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Oh, ein Baumhaus. Oh, schön mit Äpfeln. Ja, ein bisschen hier Blumenkohl mitnehmen. Diesen kleinen Rohkostsalat hier. Ah, der Schlüssel. Aha, okay. Na komm doch hier hoch. Wir verstecken uns. Oh, was ist denn? Ih, was ist das denn? Was denn, wo denn? Ja, hier, der da, genau. Whoop. Der müsste jetzt unter uns sein, direkt. Genau. Der ja! Arsch! Der hackt den Baum! Der hat erstmal unsere Leiter umgeschmissen. Ja, und jetzt hackt er den Baum weg. 100 pro. Nein! Der Arsch. Der Arsch. Können Sie doch mal lassen, bitte? Oh, okay. Ja! Dubstep. Okay. Sind wir jetzt ein zweites Mal gestorben? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich. Oh, da liegt er vor uns. Da, siehst du ihn. Nimm den Apfel. Nee, und den Apfel. Auf den Kopf. Guck mir erstmal hier den Wachsmann. Are you trying to annoy me? This is not what I've taught you. No, das sieht gut aus. Da kommen wir wieder zu unserem Beetchen. Auch wenn er da schon wieder was anderes gemalt hat, der Blödkopf. Schnell mal was Positives verwandelt. Muss ich wirklich sagen, also das macht die kleine Marke ganz gut. Das ist die kleine Marke, das mach ich. Ich mach das ganz alleine. Ich mal die Müller. Das machst du gut, die machst du fein, Steve. Oh, warte mal, alle rennen weg, ich renn hinterher. Also das Schlimme ist an der Sache, ich werd grad hier aus der Sache nicht wirklich schlau. On purpose, aren't you? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel will, dass wir mit dem Pinsel unbedingt malen oder ob wir damit auch ein anderes Ende irgendwie ja, erreichen. Aber, oh.
Wenn wir halt weiter mit den Wachsmalstiften malen? Ich denke schon. Ja, aber ich würde das eiskalt durchziehen mit den Wachsmalstiften. Ja, also ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass halt mit Pinsel und Ölfarbe immer versucht wird, irgendwas Negatives auf diese Leinwand zu bringen. Und während wir versuchen, mit dem Wachsmalstift mit was Positivem zu verdecken, mit irgendwas Kindlichen, halt wie hier davor, anstatt drei aufgespießte Vögel irgendwie mit Sonnenblumen. Und jetzt malen wir einen Regenbogen oder irgendwas. We'll pick this up tomorrow, and I swear to God, I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. Das macht das alles sehr, sehr schade und traurig. Ja. Und das ist die obere Tür, in die ich verschlossen war. What is this? What pink, Alter? Ja, noch schön so zensiert, also halt zensiert wie eine Lehre, ne? Irgendwie. Mit Rot, mit leerer Farbe. Mhm. Aber das hatten wir, glaube ich, auch beim Hauptspiel gehabt, oder? War das nicht auch so gewesen, dass sie ein Pferd gemalt hatte, wo dann auch dran stand, von wegen warum in pink und so ein Würstchen? Das war sogar, glaube ich, dieses Bild, bin ich der Meinung. Ja. Okay, Benni, ich würde sagen, wir gehen mal hoch und checken die letzte Tür. Okay. Wenn du bereit bist dafür. Ich bin nicht bereit. Irgendwie bin's nicht und ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier nochmal so was lesen muss irgendwie. Das ist nicht nur für mich, sondern auch vor allem für euch anstrengend. So wie ich mich verlese. So, please. Be open. Oh shit. Sie ist offen. Hab's mir überlegt. Hab's mir einfach überlegt, ich gehe. So, after all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't. Tja, Freunde, das war das Ende von Lea Sophie. Krass. Fehlen also wirklich die Worte. Tja, da sieht man irgendwie, dass sich alles im Kreis drin ja. Der Scheiß, den ihr euren Kindern antut, richtet eure Kinder zugrunde und damit richten sie sich auch selbst zugrunde nachher und sie anscheinend auch ebenfalls ihre Kinder. Oh Mann, Alter. Leider ist es immer so, dass sich die Geschichte dann irgendwann leider Gottes wiederholt. Leider. Lasst einfach Kinder sein. Ganz einfach. Lasst sie machen. Lasst sie die Welt selbst erkunden. Und seid einfach nur schützend dabei. Amen, Bruder. Amen. Dem kann ich nichts hinzufügen. Lasst Kinder sein.
Ja, Leute, wenn ihr genauso mitgelitten habt wie wir jetzt gerade, irgendwie, ich fand dieses Spiel verfucking. Also, das Inheritance fand ich jetzt krasser als das Hauptspiel, muss ich sagen. Irgendwie, das ging jetzt näher als die Story von dem Vater. Fand ich richtig, richtig heftig jetzt irgendwie. So, ihr habt gesehen, Leute, wir haben gelitten wie Sau. Irgendwie, lasst es nicht umsonst gewesen sein. Lasst bitte Like da irgendwie, haut in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten lasst Liebe da, zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.